Hey Leute, ich war gerade auf der Seite von, also auf dem Kanal von Chip Online und habe dann das Video iPad, das Apple Tablet versagt im Biergartentest angeguckt. Und das hat mich jetzt ziemlich umgehauen, dass wenn du bei 22 Grad mit deinem iPad in der Sonne sitzt, dass dein iPad dir dann ein Signal gibt, dass es jetzt erstmal wieder abkühlen muss, bevor du es weiter nutzen kannst. Ich habe euch da jetzt mal die Szene aus dem Video rausgeschnitten. Guckt euch die einfach mal an und schreibt mir unten in den Kommentaren, was ihr davon haltet. Also für mich ist es ein Kriterium, dass ich das jetzt einfach nicht mehr kaufe, das iPad. Also ich hatte es erst vor, aber ich will es nicht nur im Winter nutzen können. Also naja. Obwohl Apple aus dem sonnigen Kalifornien kommt, scheint das iPad nicht wirklich auf sommerliche Temperaturen eingestellt zu sein, denn nach ein paar Minuten in der Sonne versagt es einfach den Dienst. Wer also im Sommer Spaß mit seinem iPad haben will, der sollte sich ein schattiges Plätzchen suchen, damit man zum einen überhaupt was erkennt und zum anderen, damit das Gerät schlichtweg läuft.